Hallo meine Lieben, und weiter geht es. Wir wollen jetzt mal uns das Zimmer, das Haus von draußen anschauen. Die gute Dame da, die Verkäuferin, hat ganz offensichtlich nichts mitbekommen. Der Kunde ist weg. Vielleicht kann ich ja nochmal mit ihr reden. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Okay, gut. Okay, das Gebäude von draußen angucken. Ne, hier ist er auch nicht. Er kann jetzt eigentlich nur in der Gasse da sein, wo die Plakate an der Wand, links an der Wand hängen. Ja, hier muss ich irgendwie raufkommen. Oskar, ich brauche Ihre Meinung hierzu. Ah, viel besser. Offenbar führt diese Feuertreppe zu jedem Stockwerk des Hauses. Das ist korrekt, Kate Walker. Vielleicht können Sie sie benutzen. Gut. Benutzen, ja. Und was meinen Sie, Oskar? Ich meine, ich hätte gern einen Körper mit längeren Beinen. Ich meinte dieses Fenster dort oben. Das muss Danas Zimmer sein. Oh, natürlich. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie da richtig liegen. Nur, wie komme ich jetzt? Warte mal. Sieht aus, als führte die Treppe zu jedem Stockwerk, auch Danas. Ich mutmaße, dass Sie wahrscheinlich recht haben, Kate Walker. Ja. Die Fenster im zweiten Stock nützen uns nichts, wenn wir zur Treppe wollen. Ja, aber oben hier. Von den Fenstern im ersten Stock aus erreichen wir die Treppe nicht. In der Tat. Alle Fenster, die in Frage kommen, sind blockiert. Die Leiter nach oben ist eingeklappt. Zu hoch, ich kann sie nicht runterziehen. Offenbar ist da oben ein Mechanismus, um die Leiter herunterzulassen. Ja, aber wie komme ich da ran? Das ist ja die große Frage. Diese Regenrinne führt zu einem Vorsprung, der zur Treppe führt. Laut meinen Berechnungen hält die Regenrinne sie nicht aus, Kate Walker. Aber und selbst wenn sie leichter wären, wäre der Vorsprung für sie zu schmal. Ey, wollen Sie mir was sagen, Oskar? Ja, Sie sind zu schwer und zu breit, Kate Walker. Für den Vorsprung. Danke sehr, Oskar. Aber Oskar. Also wird es
gar nicht so leicht werden, Danas Zimmer über die Treppe zu erreichen. Es ist der einzige Weg. Von innen ist der Zugang über den ersten und zweiten Stock nicht möglich. Und das Treppenhaus im dritten Stock ist zugemauert. Die Feuertreppe ist unsere einzige Möglichkeit, Kate Walker, aber Sie können die Regenrinne nicht hochklettern, weil sie zu groß und schwer sind. Ich habe schon verstanden, danke. Aber du kannst. Kate Walker. Also ist unser einziger Weg nach oben die Feuertreppe, wofür wir die Leiter vom ersten Stock herunterlassen müssen. Regenrinne nutzen, Kate. Hineingehen. Wenn das so ist, gibt es nur eine Lösung. Da Sie so leicht und schlank sind, Oscar, müssen Sie die Regenrinne raufklettern und den Vorsprung entlanglaufen. Dann müssen Sie nur noch den Mechanismus aktivieren, um die Leiter herunterzulassen, mit der ich, Dickerchen, auf die Treppe komme. Ich bin nicht dazu gemacht, Regenrinnen zu erklimmen, Kate Walker. Ich bin ein Präzisionsautomat. Kommen Sie, Oscar. Sie haben in Baranur mehr als einmal den Tag gerettet. Das liegt Ihnen doch zweifelsfrei im Blut. Aber wie kann ich mich dazu herablassen, herumzukriechen wie eine Ratte? Weil Sie ein feiner Kerl sind und mein treuer Freund? Ha! Zum Bewegen, links klicken, halten und Körper bewegen. Kate Walker, Hilfe! Ich glaube, ich stecke hier fest! Manchmal können Sie zwischen Kate und Oscar wechseln. Alles klar. Ruhig bleiben, Oscar. Ich komme. Herumklettern wie ein Eichhörnchen. Was für eine Zumutung. Ist da oben alles okay? Ja, Kate Walker. Ich muss nur... Festhalten, Oscar! Das tue ich, Kate Walker. Glauben Sie mir. Sie müssen jetzt springen, Oscar. Schnell! Geschafft, Oscar. Gut, dass Ihnen nichts passiert ist. So kann man es wohl auch ausdrücken. Und gut, dass Sie dabei wie immer so positiv bleiben. Tja. Ich hab's doch gewusst, dass man auch irgendwie zwischen... auf Oscar steuern kann. Autsch. Autsch. Dieser nutzlose Körper. Jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Und schon wieder ganz hinaufklettern. Seien Sie vorsichtig, Oscar. Das verheißt nichts Gutes. Oh, Himmel. Verehrte Frau Taube. Lieber Madame Taube, Verzeihung. Madame Taube, wären Sie so gütig, mich vorbeizulassen? Hier werde ich wohl Hilfe brauchen. Kate Walker, ich brauche Sie nochmal. Wie soll ich diese Taube bloß loswerden? Eierstein. Ich kann ihn nicht nach der Taube werfen, aber vielleicht anderweitig verwenden. Kate Walker! Tut mir leid, Oscar. Ha, das war wohl deutlich genug. Vielleicht ist dieser Körper am Ende doch noch von Nutzen.
Nein, nun komm schon. Alles klar. Abgesperrt, natürlich. So, warte mal. Nein. Kate Walker, wenn ich als Kanonenkugel dienen sollte, hätte ich wohl eine Zündschnur. Das ist höchst unwürdig. Kopf einziehen, Oscar. Eins. Wenn Hans Vorarlberg mich jetzt sähe, wie... Zwei. Drei. Würdelos. Oh weh. Oh weh. Wirklich? Behandelt man so einen intelligenten Automaten? Wenn Herr Vorarlberg mich so sähe. Er würde sagen, Sie haben wieder einmal den Tag gerettet, Oscar. Sie haben sich selbst übertroffen. Okay. Finden wir heraus, was nach der Zeit auf der Hütte aus Dana wurde. Kein Zweifel. Das muss Danas Zimmer gewesen sein. Okay. Dann gucken wir uns hier mal um. Ach. Ach du grüne Neune. Nichts. Ich sollte mich im Raum nach Hinweisen umsehen, wie man das öffnet. Ja, auf jeden Fall. Ein Teil fehlt. Hatte Junta mehr, als ich dachte mir, Erinnerung. Okay, gut. Von der Musikakademie. Von der Musikakademie. Musiksymbole, aber sie scheinen nichts mit dem Diplom zu tun zu haben. Nee, mit dem Schloss. Mit dem Schloss. Musiksymbole, aber sie scheinen nichts mit dem Diplom zu tun zu haben. Okay, das ist unleserlich hier, aber ich werde mir mal wieder einen Zettel schnappen und einen Stift und den ganzen Kram da mal aufzeichnen, so gut es geht. Da ich ja von Noten überhaupt gar keine Ahnung habe. Gut. Dann wollen wir uns aber noch mal ein bisschen mehr hier umschauen, bevor wir uns hier um die Kiste kümmern. Da ist etwas drunter. Komme nicht ran. Nicht so schwer sein. Schon besser. Wenn ich darüber nachdenke, hatte Junta mehr Einfluss auf mich, als ich dachte. Jetzt schreibe ich Erinnerung auf, wie sie mir geraten hat.
Okay. Ich bin sicher, ich habe hier noch zu tun. Okay, ich dachte, das wäre jetzt nur noch ein Nebenraum, wo man hin könnte. Gut, jetzt ist eigentlich nur noch die Kiste hier. Okay. Warte mal. Hier ist das Symbol mit 9, aber hinten auf dem Bild war da nur ein Punkt, aber egal. Warte mal, gibt es hier vielleicht ein... Das weiß ich nicht. Aber das zweite Symbol war das hier. Das dritte ist das. Und das letzte ist das hier. Oh, es geht nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Hinweise im Raum gefunden habe. Ich sollte noch mal in meinen Dokumenten und Gegenständen in meinem Tagebuch nachsehen. Ja. Oh, warte mal. Musiksymbole. Ja, aber sie scheinen nichts mit dem Diplom zu tun zu haben. Ja, ja, das hier, das fehlt. Das fehlt. Oh, es geht nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Hinweise im Raum gefunden habe. Ich sollte noch mal in meinen Dokumenten und Gegenständen in meinem Tagebuch nachsehen. Oh, es geht nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es blockiert. Oh, es geht nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Hinweise im Raum gefunden habe. Ich sollte noch mal in meinen Dokumenten und Gegenständen in meinem Tagebuch nachsehen. Ja, es sei denn... Warte mal. Aber die habe ich auch schon alle... durch. Oh, es geht nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Hinweise im Raum gefunden habe. Ich sollte noch mal in meinen Dokumenten und Gegenständen in meinem Tagebuch nachsehen. Ja. So, das ist das. Musiksymbole. Aber sie scheinen nichts mit dem Diplom zu tun zu haben. Ja, aber ich habe doch jetzt schon alle durch. Warte mal, es sei denn... Oh, nee. Es geht nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Hinweise im Raum gefunden habe. Ich sollte noch mal in meinen Dokumenten und Gegenständen in meinem Tagebuch nachsehen. Oh, es geht nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Hinweise im Raum gefunden habe. Ich sollte noch mal in meinen Dokumenten und Gegenständen... Oh, ich könnte schwören, das ist die richtige Kombination. Was kann ich außer den Symbolen denn noch an den Rädern einstellen? Ja. Es sei denn natürlich, es müssen... Also hier kann ich jetzt... Es müssen alle solche sein, die hier so hoch stehen. Warte mal. Gibt es denn jetzt hier... Nein. Es, oder abwechselnd. Ein niedrig, ein hoch, ein niedrig und jetzt wieder ein hoch. Aber...
Nee. Es geht nicht auf, aber ich bin mir sicher, die Symbolkombination stimmt. Es muss noch etwas geben, das sich an den Rädern einstellt. Es blockiert. Ja, aber was kann man denn jetzt hier noch einstellen? So, warten wir mal. Warte mal. Guck mal, hier ist dann noch einer. Es blockiert. Gut. Hey, was haben wir denn hier alles? Das wurde kurz nach ihrer Zeit auf der Berghütte geschrieben. Ein Brief von Leon. Also hat er Dana doch geschrieben, nachdem die Expedition Kantar verlassen hat. Baltayars Hauptstadt. Das Hochplateau von Baltayar. 25. Oktober 1937. Mein liebstes Edelweiß. Ich könnte mich dafür ohrfeigen, dass ich dir nicht öfter schreibe und ich hasse es, nichts von dir zu hören. Ich bin jetzt an einem Ort, an den sich vermutlich kein anderer moderner Mensch je vorgewagt hat. Leider muss ich dir sagen, dass ich nicht mit den anderen Überlebenden nach Europa zurückkehren kann. Und warum nicht? Okay, gut, werden wir wohl noch erfahren, ne? Während der Expedition ist etwas Schlimmes geschehen. Daran bin ich teilweise mitschuldig. Trotzdem möchte ich, dass du meine Version der Ereignisse kennst. Nach einigen Tagen anstrengender Wanderung errichteten wir unser Basislager an der Schwelle zu einem Hochtal voller Rhododendron. Alle Zeugen schienen sich einig. Hier wurde der Gorun, der berühmte Bergmensch, am häufigsten gesichtet. Viele lange Wochen erkundeten wir erfolglos jedes Tal und jeden Berg um das Lager herum. Der Herbst nahte. Die Flüsse begannen an den Rändern zu überfrieren. Und wir mussten der Aussicht ins Auge blicken, zurückkehren zu müssen, ohne dass unsere Anstrengungen gefruchtet hätten. Die fröhlichen Albereien der ersten Wochen waren verflogen. Alle waren mürrisch und angespannt. Besonders unser Leiter, Reinhard Berger. Hm.
Aufstehen, Leon. Ein weiterer Tag auf einer sinnlosen Suche. Ich nehme besser meine Ausrüstung mit. Gut, ich beende jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.